Schau, wie schnell du das geschafft hast. Ja, ich bin immer besser, weil ich weiß den Trick. Der Trick ist, die ersten beiden Bomben, die er schießt, zurückschießen, dann will er ausweichen und dann die andere schießen, weil die dann in die Richtung fliegt, wo er hin ausweicht. Ah. That's the trick. Wir skippen. Aufgewacht! Komm zurück und greif an. Jetzt werde ich dich vernichten. Das Gute ist, ich kann ein bisschen immer an der Wand surfen, so. Ja, du darfst halt nur nicht an der Lava surfen. Und ich habe übrigens 5 Schüsse. Ja, dann spam die Schüsse mal nicht, so, weil alle Schüsse, die du bis jetzt gefeuert hast, wären auf der Hand, auf den Händen gelandet. Ah, ich muss gar nicht alle 5 draufballern. Nee. Ah. Weil sobald du eine triffst, brennt sie ja. Deswegen ist das so schwer, weil ich es falsch mache. Wow! Wow! Die Erkenntnis! Siehst du? Aha. Ich rutsche! Aber wenn ich immer 2 Schüsse brauche, warum ist das dann keine gerade Zahl? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht, Chris. Das ist so böse. Oh, er lasert mich. Also rauszuweichen. Jetzt hat das eine nicht. Ein bisschen mehr Abstand zur Lava zu bekommen. Versuch du besser zu fliegen im letzten Level. Sag das dem Vergangenheits-Sumo. Er ist der Dummkopf, der nicht so gut spielen konnte. Hä? Jetzt ist er gar nicht das Ding. So ist es. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Oh. Oh Gott. Warum ist hier eigentlich so ein Lavasee in seinem Schiff? Kann er sich leisten? So, Dagobert Duck holt sich ein Meer aus Münzen und Klingenbart einfach nur: Ich will Lava! Raumtemperatur! Weltraumtemperatur! Ja, ist wirklich Weltraumtemperatur. Ist das Wetter nicht verdammt kalt? Stimmt. Wieso stimmst du mir zu, wenn es nicht stimmt? Ey, Raymond, ziel doch mal besser, du Affengesicht, ey. Raymond ist kein Affengesicht. Raymond ist eine Großnase. Du weißt, was sie über Leute mit großen Nasen sagen. Wie kann uns das beantworten? Und zwar, dass Leute mit großen Nasen extrem nette Menschen sind. Zu schade, dass Raymond kein Mensch ist, also kann er auch nicht nett sein. Wie würde man die Spezies, die Raymond ist, nennen? Gott. Spolokus, ist Murphy damit einverstanden? Weiß ich nicht. Götterkrieg zwischen Murphy und Rayman. Sind die Kleinlinge damit einverstanden? Kleinlinge sind nur Monarchen. Polyarchen. Ja, aber dann haben die ja auch Mitspracherecht. Willst du denen das Mitspracherecht absprechen? Also wenn es um Götter geht, glaube ich... Oder was? Nee, stimmt. Könige hatten damals doch ja auch so irgendwie das Mitspracherecht der Götter oder so. Irgendwas war da doch, oder? Ich weiß es nicht. Von Gott auserwählter König oder so. Also ich finde generell einfach der Nettigkeit halber sollten wir die mitentscheiden lassen. Ja, dann sollten sie größer werden. Nee, das finde ich nicht. Das würde ja heißen, dass ich mehr Mitspracherecht hätte als du. Hast du das nicht? Muss ich einmal Merkel anrufen, warte. Ich habe ihre private Nummer. Wird nicht abgehört, abhörfrei. Du weißt, dass ich keine Rechte habe. Ich habe keine Menschenrechte. Hast keinen Copyright? Ja, das ist recht nicht. Wenn ich schon keine Menschenrechte habe, dann... Dann auch kein Copyright. Das bedeutet, man darf nicht so oft klonen, wie man will. Nice. Wieso nice? Würdest du mich klonen wollen? Oder man darf dich benutzen, wie man will. Oh. Okay. Ja. I'm in. Ich hätte es schön gefunden, wenn die für die zweite Phase eine neue Bossmusik gemacht hätten. Ja, stimmt. Das wäre cool gewesen. Ich liebe es ja generell bei Phasenwechseln von Bosskämpfen, dass dann so eine richtig coole Musik, neue Musik kommt. Mhm. Die dann noch epischer ist. Ach, richtig episch, oder? Boah, war das nicht episch, Chris? Boah, wir sind so episch. Yes. Oh, das war richtig episch, Chris. Das musst du öfter machen. Raymond, Mann, reiß dich zusammen. Wir müssen die alle an einem Strang ziehen. Ich
glaube, Raymond ist der als einziger ausgewählte Heiland dieser Welt. Oh, kannst du vielleicht auch ganz nah an die Lava fliegen? Sonst noch Wünsche? Ja, vielleicht noch so ein richtig mega Spin-Salto und dann einfach von der Rakete abspringen und wieder auf der Rakete landen, bitte. Oh Gott, mir wird schlecht. Du näherst dich dem Teil immer mehr. Oder? Ich werde dich fangen. Weißt du, ich weiß nicht, warum Raymond jetzt nicht einfach nach oben fliegt, einfach aus dem Teil wieder raus. Ja, da geht's halt nicht raus, ne? Hä, da geht's schon raus. Nee. Hä, echt? Ja, das wollte ich sogar vorhin noch anmerken, weil ich flieg da ja die ganze Zeit hoch, um das abzuwarten, dass... abzuwarten, dass der da sein Ding zusammenkriegt, aber da geht's halt nicht raus. Da geht's straight runter, aber... Hä? Ja, ja. Das, genau das wollte ich vorhin auch noch anmerken. Ah, ja, nice. Du Matschkopf, Alter. Denk mal, das ist das Gegenteil von einem Matschkopf. Der hat nicht Matsch im Kopf. Hä, was? Der hat nicht Matsch im Kopf. Also. Ja, aber du hast gerade ihn Matschkopf genannt. Ja, aber ich meine Matsch, M-U-C-H. Oh. Ja, komm, bla bla. Hä? What the fuck war das? Das war cool. Ich hab perfekt mit der Musik so einen Dong gemacht. Sehr schön, Chris. Oh, es wird schon dunkel draußen. Heyo. Die Dunkelheit, sie rückt näher, Chris. Bald sind wir alle in Dunkelheit gehüllt. Gib mir die Kugel. Oh. Warum gibst du mir nicht die Kugel? Oder hab ich die? Nee, hab ich nicht. Jesus. Da ist es natürlich nicht. Boah, das ist auf einmal nach links gelenkt, obwohl ich nichts gemacht habe. Ui. Der will mich sabotieren. Der will dich sabotieren? Die Rakete. Die Rakete ist ein Verräter, Chris. Oh nein. Oh nein! Scheiße, ich habe alles verballert. Die Rakete ist ein Verräter. Fermentator. Chris, lass nachher Tasty-Videos schauen. Oh mein Gott. Ah, wenn die Laser von ihm nicht wären, wäre das so easy. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Steuerung schon schwer genug ist. Dachten die sich so, jetzt packen wir noch Laser da rein. Aber wenigstens springt der mal dahin, dass man ihn am besten treffen kann, weißt du? Mhm. Das haben sie gut gemacht. Da muss man auch einfach mal sagen, das haben sie gut gemacht. Mhm. Ja, das haben sie wirklich. Sie haben alles gut gemacht. Guck jetzt, Alter, der will mich hier bumsen. Oh, Mama Mia. Mama Pipi. Pipi, Mama! Mama! Ich muss Pipi! Mama, Pipi! Alter, ich hab grad wirklich Schiss! Ich hab grad wirklich Schiss! Alter, meine Fresse! Okay, gut. Nein. Du hast noch zwei Schüsse, oder? Ja, drei habe ich noch. Ja, also ich meine. Ja. Du, ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Zwei sinnvoll nutzbare. Ja. So, ich fliege ein bisschen nach oben. Und dann turn ich around. Und dann ein. Yes. Oh ja, so. Jetzt gehst das Ganze mit Hirnschmalz an. So, den letzten Baller ich weg, damit ich mir einen neuen holen kann. Also. Ja, ich würde ihn am besten jetzt schon holen. Ja, wollte ich. Aber ich kann halt auch nicht immer bestimmen, wie ich fliege. Nein! Alter, das ist doch unmöglich. Oh Gott. Jesus Christ. Wie habe ich den Bosskampf damals geschafft? Habe ich den geschafft? Oh Gott. Komm, gib mir die Kugel doch jetzt. Das gibt mir die Kugel. Ja, da habe ich vorhin schon dran gedacht, als ich das gesagt habe. Dachte ich so, oh ja, okay, das klingt falsch. Das kann ich gleich verwenden. Den Witz klaue ich mir. Das denke ich mir oft. Yep. Ich fürchte dich nicht. Glaubst du, er wäre gern ein Mensch? Ja, deswegen ist er auch so aggressiv. Aber... Das verstehe ich nicht, weil das Fleisch limitiert nur. Flesh is limiting. Oder limited, was wieder was Positives wäre. Naja, okay. In der modernen Klamottenindustrie. So, okay, achte du auf die... Was? Flesh? Klamotten? Nein, limited wäre in der modernen Klamottenindustrie sehr... Ja, okay, aber was hat das mit Flesh zu tun? Nein, es ging ja um Limiting und Limited. Aber egal, achte jetzt auf die... Okay.
Okay, fuck, ich muss jetzt kurz einmal überlegen, wie ich am besten Kurs auf ihn nehmen kann. Wir kämpfen gegen Klingenbart. Auch wenn er sich nicht sehr oft hat, hat er einen Klingenbart. Du da du, du da du. Hallo Raymond, bist du geistig behindert? Bärtig mit Bart und Klinge dabei. Und er ist der Klingenbart. Nein, Mama, Mama, ich will nicht mehr. Mama, hol mich ab. Okay, dann wollen wir mal schauen. Ich möchte, dass meine Mama mich abholt. So, ja, sehr gut. Gott, wieso hat der so viel Leben? So dreimal reicht. Dreimal reicht vollkommen. Vor allem, das ist so unfair, dass ein Schuss, wenn man von einem Schuss getroffen wird, dass das schon Tod bedeutet. Ja, habe ich noch Schüsse? Einen hast du auf jeden Fall noch. Ja, einen habe ich auf jeden Fall noch. Benutze ihn einfach. Dann siehst du es. Fuck. Hä, wo ist der hin? An die Hand. Nein! Nein! Alter, das... Dieser Kampf ist ein Krampf! Hallo, wie nah soll ich noch an die Wand? Junge, du hast mir Durchfall verursacht. Alter, ich kann gerade kaum reden, weil ich so... Das ist gerade so spannend. Ja, ich weiß. Oh Gott! Er burnt immer noch. Ich habe den Kampf echt nicht so schwer in Erinnerung. Das ist... Wow! Ganz ehrlich, da kann man nicht mehr viel sugarcoaten. Der Bosskampf ist kacke. Ja, ist er wirklich. Das ist einfach nur künstliche Schwierigkeit gerade. Ich meine, wenn man einfach die ganze Zeit... Okay, wo ist jetzt diese Scheiße da? Wahrscheinlich... Wenn man nur fliegen müsste und nicht die Laser kommen würden, wäre es schwierig, aber es wäre akzeptabel. Ja. Okay, die haben wenigstens gemacht, dass ab und zu mal in Lava sinkt. Sephiroth! The last thing I want in my... Ich krieg nach diesem Level Arthritis, ich merke das. Nicht durch dieses Level? Ja, durch dieses Level. Nach dem Level erst so. Du hast es so geschafft und dann plötzlich... Ah! Meine Hand! Arthritis war doch mit der Hand, oder? Mit den Gelenken, generell. Ja. Das ist meine Fepphand! Ich hab Gicht! Das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ich weiß. Hast du wirklich Gicht, Chris? Ich musste immer die ganze Zeit den Abdrücker von der Knarre drücken. Oh, Mama. Mama, Mama, Mama. Weißt du, wenn Rayman Arthritis bekommt, ist das schon ziemlich kacke, weil er hat so schon nicht viele Gelenke. Und wenn dann die Gelenke schmerzen, die man hat, dann ist es schon kacke. Kommt jetzt. Oh, Mama! Chris, what the fuck war das? Ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Du schaffst es! Du schaffst es! Ich glaube an dich! Achtung, Roboter! Wenn es wenigstens so wäre, dass man sich die Schüsse nicht immer wiederholen müsste. Ja. So, selbst wenn es so wäre, dass es ein richtig schwerer Weg zu den Schüssen ist. Wir hätten es so machen können, so ein richtig schwerer Weg zu den Schüssen, man wird auch schon von Lasern verfolgt. Aber dann wenigstens, dass man sich die Schüsse nicht nochmal holen muss. Ja. Das wäre eigentlich viel besser. Was hast du gemacht, du? Geturnt. Dummer Idiot. Ich hasse Turner. Wir nehmen jetzt gleich schon 1,5 Stunden auf. Ja. Wuh. Ich habe einfach gedacht, vielleicht sterbe ich jetzt, wenn ich gegen Chris, die Wand bumse. Chris. Hör auf, irgendwas zu sagen. Okay. Halt deine Fresse. Okay, ich halt meine Fresse. Ich bin still. Ich bin still. Komm, hör auf zu zappeln. Ja, ist fertig. Nein!
Okay, ich hab mein Leben so unter Kontrolle, dass ich bin im Methadon-Programm sozusagen. Ach, dann kommen gleich Schüsse auf dich zu. Hä? Doch, brennt, so. Brennt. Oh. Yes! Du hast es geschafft, oh, Chris! Junge! Du hast es geschafft! Oh, aber das... Heilige Scheiße! Schau mal da ist er, da haut er ab. Weißt... Ich habe noch eine Überraschung für dich. Natürlich, der Selbstverstörungsmodus, der typische Selbstverstörungsmodus. Weißt du, meine komplette Hand ist kalt, außer mein Daumen, der ist richtig warm. Oh Gott. Weißt du... Ist Klingenbart in... Ich glaube, Klingenbart ist entkommen. Aber man sieht ihn nie wieder in Rayman. Oh! Ach ja, stimmt! Ich erinnere mich gerade wieder. Rayman ist tot, Chris. Ja. I can't believe Rayman is dead! Er hat seinen Schuh verloren! Stell dir mal vor, eine Beerdigung wäre einfach nur, dass man jemandem das Körperteil abschneidet und irgendwie auf den Podest legt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt ist er wirklich ein alter Mann. Hey Leute! Ich bin's! Yeah. Rayman! Yeah. Aua, Leute, aua! Pass doch auf meinen Rücken, Mann! Können wir deinen Fuß essen? Das ist kinky! Du machst es nur kinky, indem du sagst, dass es kinky ist. Der Fuß essen. Oh, nice! Ficken! Chris, nein! Yeah. Ich fühle mich innerlich so leer gerade. Ich fühle mich richtig accomplished endlich. Echt? Ich fühle mich so leer, weil ich habe jetzt so lange diesen Bosskampf angeschaut. Ohne deinen Mut würde es den Feind noch geben. Wie gesagt, die Welt hat ihre Harmonie wiedergefunden. Das Herz der Welt ist wieder eins. Erhol dich, es könnte ja mal neue Kämpfe geben. Oh nein! Und wer die neuen weiß, Kämpfe, was noch kommen was? Wird. Was? Halt die Klappe, Himmelsstimme! Wie wär's mit Rayman 3? Oh, Trippy, Schau mal, da, er entkommt. Ah! Dieser Idiot! Und schau mal, er fliegt durchs Weltall. Ja, der sucht jetzt neuen Planeten. Der baut sich neue Roboter. Der Idiot! Joel Wiebert. Romain. Okay, das sind echt lange Credits. Lambert Kombis. Skip. Das geht viel zu lang. Kannst du überhaupt skippen? Oh ja. Oh. Und das war's. Mehr kriegen wir nicht. Oh, dieses da reinfliegen war so richtig trippy. Und jetzt gerade hat sich das so... Okay. Wir haben Rayman 2 durchgespielt. Yeah. Oh Gott, das war laut. Okay. Oh. Lass uns Tschüss sagen. Und auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns bei Rayman 2 zuzuschauen, auch wenn wir extrem schlecht und unlustig sind. Es ist sehr Pain gewesen, aber es hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei Rayman 3. Ich hab euch lieb. Hui. Thank you.